Hallo Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es ein neues Unboxing. Paket ist auch schon hier. Und ich würde sagen, wir machen es dann auch gleich mal auf und reden jetzt mal gar nicht so lange rum. Diesmal hat der DHL Express direkt vor die Wohnungstür gestellt. Das war auch sehr interessant. Ich schaue die Sendungsverfolgung nach. Die hat man ja dann bei Amazon Japan bestellt. Und auf einmal steht da, dass ich unterschrieben hätte, was gar nicht sein konnte, weil das Paket kam um 13 Uhr irgendwas und da war ich als auch meine Mutter auf der Arbeit. Es war also niemand hier, aber trotzdem, ja, wie gesagt, zumindest stand es dann hier vor der Wohnungstür. Ja, ist übrigens nicht das erste Mal, dass mir das passiert ist. Ist schon das zweite Mal. Ja. So, hoffen wir aber mal, dass diesmal die Manga alle heil sind. Denn beim letzten Mal, da hatten wir Athen Illusion Band 2, was so einen kleinen Riss hatte da im Buchgürtel. Und ich meine, es gab noch irgendeinen Manga, wo das der Fall war. So, gepolstert war das Ganze schon mal. Allerdings sind diesmal nicht viel von den Luftpolsterfolien heil geblieben. Ja, von den Polsterkissen heil geblieben. Okay. Dann geht es hier mit Adams Witches los. Adam Nomacho Tachi Band 3. Der ist sogar eingeschweißt, sehr schön. Und ich weiß nicht, ob man das erkennt, der glitzert auch so. Dann Futari Echi Band 80. Und der Band ist hier jetzt vorne vollkommen grün. Der letzte war ja rot. Hajimete no Gal Band 10 und meine Güte ist der dünn. Also die anderen Bänder davon sind wirklich bedeutend dicker. Aber ich hoffe auch wirklich, dass der Mann jetzt endlich bald mal vorbei ist. Ich muss auch noch Band 8 und 9 lesen. Und ja, dann Yofukashi no Uta Band 2. Hajime no Ippo Band 8, auch eingeschweißt. Da sind ja meistens die Manga von, und der ist hier von Shonen Magazine Comics. Aber stimmt, ich glaube, die anderen Bände, alle, was ich so vom Shonen Magazine habe, war auch eingeschweißt. Gefällt mir so gut. Wie gesagt, in Japan sind ja alle Manga eingeschweißt. Ich weiß nicht, warum die Hälfte bei Amazon Japan, weiß die Hälfte, ungefähr 90-95% nicht eingeschweißt ist. Dann Chocolate no Maho Band. Keine Ahnung, weil die sind im Original nicht nummeriert. Das hier jedenfalls Queen Candy. Ja. Dann haben wir Nonon Biuri Band 5. Den habe ich jetzt auch mal wieder weitergesammelt. Und ja, ein sehr, sehr guter Manga. Gigant Band 5. Der haben wir jetzt auch vor Ende Februar raus. Dosankogal Band 2. Auch hier ist der zweite Band wieder schön dick. Sehr guter Manga übrigens. Galgohan Band 9. Der sollte jetzt bald abgeschlossen sein. Ich denke mal, Band 10 wird der letzte sein. Ich schaue mir den rein, ob das vielleicht sogar schon drin steht. Ob das jetzt der letzte Band sein wird. Nee, aber der Manga müsste jetzt schon oder müsste jetzt nächste, also in den nächsten paar Wochen abgeschlossen werden, wenn das nicht sogar schon ist. Ja, also dürfte nicht mehr als 10 oder 11 Bände haben. Dann haben wir Hitman Band 8, auch schon eingeschweißt. Kodansha Manga sind ja meistens auch eingeschweißt. Da war ja Inuyashiki damals auch von Kodansha Comics. Auch wenn es natürlich in einem anderen Magazin lief.
Dann Exeros, das bekommt nämlich auch einen Anime, Band 6. Dann kommen wir zu Bleach, Band 43, 44 und 45. So wie zu einer Light Novel, We Are MMO Band 1. Da hatte ich auf Twitter einige nette Zeichnungen draus gesehen. Habt ihr das? Seht auf jeden Fall und hört sich ganz interessant an. Dann Hatene Illusion R Band 2. Sehr schön, dass das weitergeht. Auch wenn natürlich jetzt von Storyworks geschrieben. Und der Band ist auch ziemlich dick, muss ich sagen. Und zu guter Letzt dann Yurariso no Yuna-san Band 18 sowie Kuchikame Band 176, damit das auch mal weitergeht. Über die Hälfte von Kuchikame habe ich ja jetzt schon. Und ja, ich glaube, ich müsste jetzt über 100, 203 Bände liegen, dass es auch irgendwann mal abgeschlossen ist. So, das war's mit dem Unboxing und dann würde ich mal sagen, mehr, wenn ihr mich wieder seht, ihr müsst unbedingt schauen, wie es weitergeht.